Colombia. Colombia. Sie sind am Montagmorgen waren sie, am Sonntagmorgen waren sie da. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Viereinhalb Tage, ja. Ja.
Thank you.
alleine den Kleinstellen, die Futter der Mitte. Mhm. Der ist jetzt schon wieder weg. Ja. Gut. Aber ich denke, ich weiß es, ich habe eine Sitzzähne. Der Teig ist noch der Arbeit. Ich meine, die Schwarzen, die kommen ja spät raus. Die kommen ja oft erst 23, 24 Tage raus. Ja, du hast auch gesagt, recht lang. Und wenn sie aber dafür auch schnell fotofest, gell? Ne? Also diese Hannes sind jetzt, mal gucken, aber da ist schon dran. Also die sind schon bestimmt 35 Tage alt. Und jetzt habe ich, als sie aufgehört, jetzt habe ich die so die Kapuzen und so, die haben der ihre abgesetzt und die hat voll Futter gesetzt. Also drei oder nur Scheigern. So, ist das jetzt in der Schale drin, oder? Keimfutter? Keimfutter mit Perle Morbide und ein bisschen Aufzuchtfutter und Herze. Backel. Also so eine Blume, das ist mexikanische. Ja, heißt auch so eine Blume. Das sind ganz, ganz kleine, so eine Blume, sagen wir. Ich stelle euch als letztes im Stammtischfilm hinterher nachsetzt, wo der große Blüte sagt. Und die hast du draußen im Garten. Und auch Tiefprobe. Und die gibst du jetzt eine. Den ist schwarz, den ich sehe. Ja, ich habe nicht mehr arg viel. Gut, Schwarzbrust presst relativ gut, schwarze eigentlich auch. Und wir haben den gerade probiert, weil ich nicht mehr viel habe. Aha. Das ist das Reinfarben. Reinfarben, ja. Das ist der Reif halt. Überreif. Überreif, ja. Weil sie halbreif nicht fressen, oder? Ich weiß ja, den ziemlich viel drüber gelesen. Das heißt, wenn dann so halbreif anbist, soll er sehr giftig sein. Ja. Wobei ich einfach mal, wenn Vögel, die fressen ja nichts, was giftig ist. Ja, ich baue jetzt weiter. Und die, was ist das, eine Fichte oder Tanne? Tannenzweig? Ja, das ist so eine Weißtanne. Die Junge hat die Brust in der Foliere, also ein zweiter Arm. Die sind, ja, die würde ich jetzt demnächst absetzen können. Die sitzt da schon wieder, ja. Gut. Und
die, ja, grün ist 14, ja, ja. Und der Hahn ist von 15. Auf die Jagd sind die jetzt? Freitag. Das grüne vom Chicory, oder? Und ich glaube eher, dass es von der Ochse kommt, von der Ochse, ja. Das sind jetzt malende Sonnenblumen. Was ist? Sehr gern. Malende. Also schälte und die malen. Ja. Also das weiß ich nicht. Wenn ich der Auster. Das ist eine kleine Auster, oder? Die haben jetzt, kann ich das noch einmal zeigen, im Aldi gibt es Bio, die sind größer. Mhm. Die sind mir fast lieber, weil die tue ich also in heißes Wasser überbrühen. Und dann lasse ich es einmal gestanden und dann nochmal und dann platzt das Bio. Die brauchst du nicht mehr antrinken, oder? Ja, weil die große, weil die packen sie nicht oft, ja, weil die groß auch sind. Ja. Man sieht, die Spitze siehst an der kleinen Saat der Eder, gell? Mhm. Aber wenn du jetzt guckst, da ist zum Beispiel eine Saat, wo keimt ist, gell? Ja, dein Finger ist der Vase. Da auch, gell? Mhm. Was ist das jetzt? Keimfutter vorkeimt und das wo kaufen kannst? Ja, mit Aufzuchtfutter. Mit Aufzuchtfutter vermischt. Ja, okay. Mir hat das einfach interessiert, ich hätte das schockiert und dann hat der Günther gesagt, er hätte mit Matthias drüber geschwätzt. Gell? Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt im Internet recherchiert. Und dann mit einem geschwätzt, der hat es gesehen bei einem anderen Züchter mit Stieglitz und die haben das richtig gefressen. Die haben das Futter gefressen wie dumm. Gell? Ja, ist das vakuumiert irgendwie, oder? Ich hole da mal schön die Packung dazu. Ach, okay. Weißt du, dass das jetzt weiter kalt und etwas kaputt war? Das ist alles die Kanälischheit geschrieben, oder? Und ist, wenn du doch ein Futter anmachst, was mit Honig oder so, sollst du so viel machen, dass es aussieht, wie wenn es leben darf, gell? Und wenn du das jetzt rauslässt, weißt du, wie wenn ja, na gut, das ist so. Siehst du es? Ja, ja. Bewegt sich, gell? Ja, ja. Das ist so feuchtig, quasi. Eigenartig. Komisch, ha? Komisch. Aber ich hätte das ganz ordentlich. Ja, aber bis jetzt fressen sie halt hauptsächlich die Saat raus. Gell? Mhm. Und gut, sie verwischen trotzdem immer ein bisschen Aufzugfutter. Ja, aber sind die Saat dran. Das dran hängt, ja. Gell? Aber so war es billig sein, oder? Ich glaube, 7 € Kilo oder so. Was heißt das, Junge? Kapuze? Kapuze. Ja, genau. Das
sind aber jetzt schon 12 Tage alt. So, klar. Ja, gut. Ja. Das ist von den Weltmeisterfegeln, oder? Das ist der Weltmeisterhahn. Weltmeister ist eigentlich immer noch sehr gut im Schuss. Ja. Das ist der Weltmeistervogel. Ja. Super. Sieht auch aus wie ein Weltmeister. Schon den Eis. Wenn ich schon bin. Also ich stehe drauf. Dann stehe ich zwei Blätter dazu. Nächstes Jahr die Weltmeisterfegel, ja? Oh. Vielleicht. Aber das ist auch eigenartig. Ein sehr kleiner, gell? Und den zittrig gerade zu, gell? Sonst hört er jetzt schon weg, gell? Den tust du selber zufüttern. Ja, mit der Spritz. Also, der kriegt jetzt gleich wieder was. Das können wir vielleicht sogar schön machen. Ich weiß auch, oder? Okay, ja. Wenn es so rum ist, ja. Guck, der hat so gut wie nichts drin, gell? Aha. Die werden das in Folge, gell? Ja, ziemlich, ja. Habe ich bei meinen anderen Jahren als Teil, weil ich das immer euch senden lasse. Bei dir sehe ich jetzt auch, du überall zwei drin. Mhm. Ja, bei mir auch so. Ja. Ja. Besser wie nichts. Ich hätte schon ein paar Ketten mit vier. Ja, aber. Das könnte auch regelrecht immer vorher wollen. Breitwägerig von Schauder. Lägebreit. Im Schwarzen. Warmes Wasser. Ja. Dann kann ich mal spritzen. Da ist also das Desinfektionsmittel drin. Also ich tue das sauber desinfizieren, gell? Mhm. Immer. Mach das sauber. Das sind nur Desinfektionsmittel in den Behälter drin, oder? Das, nein, das ist da drin. Wenn er geht, jetzt ja, mach ja. Das sauber, ja. Durchspielen, quasi. Das ist das F10, das Desinfektionsmittel. Aha. Vermischt mit Wasser, gell? Ah ja, okay. Das hat doch einen Nachteil, das klumpt ein bisschen blöd. Ja, ich bin wie Mäden, ja. Ich
aufziehen? Oder soll ich direkt zu viel drauf? Ich tue es relativ schnell aufziehen. Mhm. Weil wenn es so arg fest ist, dann kriegst du nicht mehr einen Spritzen. Mhm. Zieh es auf. Ja. Luft raus, ne? Ja. Wie beim Arzt, da, wenn er hinten durch. Ja, auch gut. Schiss, wenn sie noch ganz klein sind. Weil sie da gern in die Luftröhre was reinkriegt. Echt? Echt? Also ich gehe auf die rechte Seite vom Vogel. Komm. Rechts nach links. Das ist natürlich die wichtig, die andere Bettle zwar auch, aber die kriegen nichts. Ja, ja. Naja, das ist ja falsch, wenn die auch vor. Ja, ja. Gut. Habe ich auch noch nie gesehen. Ne? So was. Also ich habe früher mal Dings gehabt, Eumokanarie, mit rote Augen. Und die waren so schwach, wo die aufs Feld gekommen sind, die sind immer noch hinten runtergefallen, gell? Und die hatte ich damals auch mit der Spritze 2 Tage gefüttert und dann waren sie relativ stabil, gell? Ja. Interessant. Jetzt kommen die Schwarzen wieder zu der Hörung, ne? Ja, zwei kleine. Jetzt müssen wir wieder abspielen alles. Ja, jetzt will ich mal das probieren, was der Peter gesagt hat. Ne? Du nimmst hier. Ja, und du musst dann einfüllen und durchdrücken. Hinten aufmachen, oder? Ja, genau. Die Tolle. Kann ich jetzt noch nie gemacht. Reicht ja, oder? Und auch dem Vogel, dem Jungen, der Gäbe, oder wie? Mhm. Mit der Sonde, oder? Ja, mit der Sonde. Aber, hör auf. Da kommt dann der nächste. Ich muss ein bisschen drücken. Du musst aber aufpassen, dass dein Spitz zur Platze tut. Und jetzt kommt was, oder? Kommt's, ja. Gell? Ja. Wir haben schon die Gräserordnung, schon diese Gräserkanäle. Gräser, ja. Das funktioniert dann. Ich bin ja gespannt. Wow. Aber ich meine, ich kann dem ja nichts reingucken, wie das gerade ist. Das ist da, oder? Ja? Das ist das, oder so, ja. Ich glaube, das ist ein anderer Fall. Das ist wunderbar. Okay. Das sieht aus wie ein Wurm. Ja. Aber der Vögel ist wahrscheinlich weg. Der liegt jetzt so quer drin, oder? Das ist ein Loch. Das ist eine Droge wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das ist ein Weg, wenn sie hier.
Das muss ich mal probieren. Das mache ich gleich doch. Ja. Ja. Gut. Weil die große ist ja nicht wieder schlimm, weißt du? Ja, ja. Die Flutsche drehst du wunderbar durch. Die Flutsche drehst du so. Okay. Gut. Oh, was nice gesehen. Ja. Den Chico, du hast den gleich in den Kaufer durch, ins Wasser stellen. Oder du schon so, ich habe als ein paar Tage im Kühlschrank und so wie ein Brot tun und raus also. Und ausschneiden und dann erst ins Wasser stellen. Ich muss sagen, das ist seit dem letzten Stammtisch habe ich erst wieder Zucker rein. Weil ich glaube auch, das fressen so, aber ich glaube nicht, dass das so viel Inhaltsprobleme sind. Dann tust du jetzt bei Chicorée-Bäcker so verhäckseln. Ja, das habe ich jetzt probiert. Aha. Hast du schon öfters gemacht, oder? Ja, ich habe jetzt seit dem letzten Stammtisch wieder ein bisschen Versuche gemacht in der Richtung. Hast du jetzt mehr Zeit? Also ich tue zur Zeit auch für die Junge, wenn sie vielleicht futtern, mache ich Rührei in der Mikrowelle und tue das verhäckseln mit dem und mit Aufzugsfutter zusammen vom Mixer. Mit dem Chicorée verhäckseln? Nein, Chicorée jetzt extra. Ja, ich habe auch letztes Mal mehr gemacht. Ja. Und jetzt tue ich, wenn der jetzt Aufzug zu der Mai tut, dann geht es besser. Ja. Und zwar ist das Easy Gym, was relativ viel Feuchtigkeit aufnimmt. Habt ihr das schon mal gesehen, oder? Wie man das auch macht. Nee. Und das tue ich dazu rein. Hier ist das Easy Gym. Aha. Ich sag gleich nochmal was dazu, gell? Ja. Das tue ich zum Aufzug zu der Fortuna ein. Weil das einfach dieser Bitterstoff, was ich ganz fresse, finde ich, ist sicher nicht schlecht. Ja. Und das Easy Gym, braucht ein Teil Wasser. Ist das von England oder wie ist Easy Gym? Nein, das ist ein Türke, der das in Deutschland verbreitet. Aha. Und der hat diese große, seht euch, Agri-Kanarie was. Das sind also so Riesenkanarien. Und der füttert sie mit dem und dem Rührei dazu erläuft er. Sonst nichts anderes. Also kann man futtern. So. Drei Teile von dem Futter dazu. Hast du jetzt Wasser mit drin? Ein Teil Wasser, drei Teile von dem Easy Gym. Ja.
Schlüssel ein bisschen durchzeigen. Und wenn du normales Eifutter anmachst oder feucht machst, dann wird es so, ja, so pappig, so krümelig, gell? Ja. Und das, also nur mal schon 2 Minuten standen lassen. Also ich nehme das sehr gern gerade als Aufzuchtfutter. Zum Keimfutter, da tue ich es natürlich noch etwas feuchter, gell? Mhm. Guck mal, das ist jetzt wie es ist, so richtig so fluffig, ja. Mhm. Und riecht, Man, die Vögel riechen anders wie mir, gell? Dann kann ich mal los. Wenn ich Vogel wäre und der so rieche, hätte ich das fressen, gell? Ja, Banane, gell? Banane, oder? Ja. Ja. Das ist eine Zeisigkeim-Futtermischung mit viel Negersaat zusätzlich und diese kleine Sonnenblume. Die genau, Klasse, so mache ich. Backe ich eine von Blattner, das ist Zeisig Spezial. Dann backe ich 2 Einheiten, eine Einheit mit Negersaat und eine Einheit mit Lemini. Ja. Sind das geschälte oder sind das geschälte Sonnenblumen? Geschälte Sonnenblumen sind das. Ja. Oh, ja. Die muss so kaufen kann. Die hole ich beim Bäcker. Beim Bäcker. Beim Bäcker. Ja. Mhm. Weil ich denke, dass der halt weiße Ware hat. Ja. Und die ist jetzt von gestern Abend. Gell? Mhm. Also die habe ich seit gestern Abend im Keller. Ja. Du sie sehr gut trocknen, gell? Also die ist etwas arg feucht. Und dann kommt ein bisschen von dem Easy Gem rein, weil das Feuchtigkeit sieht. Gell? Und dann tue ich noch Ding rein, Holland Koma, weißt du, das ist einfach ganz gern fressen. Das fressen die noch eigentlich gern, das habe ich ja. Bloß wenn ich jetzt das Easy Chef in rein tue, mischte ich sehr viel von dem Holland Koma rein. Weil das ist sehr fein, schon von vornherein fein und nimmt auch die Feuchtigkeit in Hoch. Vogel wäre ich das jetzt weiter. Da kriegst du jetzt Hunger, oder? Nein, ich hab's wieder gegessen. Nein, aber. Das riecht gut, ja. Denk ich mir, das kann eine Freude gekriegt sein. Volle Mane auch so schön, ja. Eier, die Eier, ja genau.
Ei. Nur Ei und das Easy Gem. Easy Gem habe ich mit dem Ei gezogen. Ja, also wenn ihr wollt, mache ich mal euch auch. Nein, das ist okay so. Ich kann so eine Mikrowelle in 2 Minuten schon machen. Also das Ei machst du in der Mikrowelle. So glauben das? Das glauben ja. Und dann kommt das wie so... Wie so ein Pfannkuchen raus. Und dann kommt das in den Frauenmixer rein und dann wird es sehr fein. Gut. Und jetzt hast du eine tiefgefrorene Erbse. Da hätte ich jetzt extra eine kleine und große genommen, gell? Und die kleine habe ich noch ein paar gehabt. Das andere sind die große. Und wie tust du das auch? Kommt da mal rum. Wie tust du das? Die Holzmatte, oder? Ja, so von der Leitung. Ja. Ich lasse aber hier stehen und dann hast du jetzt nochmal, gell? Okay, die Länder sind ja normal. Weil, wenn du den Bogen aufguckst, das ist da unten in dem kleinen Verhältnis, ne? Bei der Stiele. Das ist ein Toll, ne? Man sieht viele und viele. Ja, natürlich. Das hat man eigentlich auch. Trotzdem, wenn du ein Tor ein, dann kannst du das auch noch viel machen. Okay. Ja? Ist ja nicht mehr so. Jawohl. Mal mit in den Garten. Mhm. Deine Frau wird sich freuen. Ja. Also da wird Manns hoch. Gell? Das hast du jetzt. Das ist jetzt Ei verquirlt. Ja, das ist in der tiefer. Alter. In der Mikrowelle. Ja. 2,5 Minuten. Aha.
Aber wenn du willst. Immer viel Wasser schwenken. Mal wieder. Okay. Und jetzt wird es so der Heckfülle. Durch die Vorzieher oder direkt nur sehr? Also ihr habt jetzt erst einmal selber gezogen und da habe ich selber gezogen. Vorgezogen. Ja. Das ist das da, ne? Ja. Also ihr habt es einfach im Internet ein Dings gesehen, ein Schafsbrust in der freien Natur und der hat das gefressen. Und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal da drauf. Mhm. Mhm. Und jetzt kommt das wieder weg. Mit dem Ei. Also das Easy Gym gibt es auch mal für Kanarien, auch mal für Kabelbeete. Ich habe aber das für Kanarien. Mhm. Also es ist richtig, was ist jetzt so pappig. Mhm. Ein Glocke, ne? Mhm. Das war jetzt 2 Euro, oder? Das war alles. Normal mache ich immer 2 Euro. Mhm. Und das langt mir aber für den ganzen Tag. Mhm. Also bei den Jungen, wo ich an. Jetzt haben wir jetzt die Tropfen. Machen wir mal eine Schüssel holen. Habe ich das Bild durch? Ha? Habe ich das Bild? Nur durch ein paar Stückplus drauf. Ja, ich werde jetzt mal probieren, weil wenn da auch eine Hofer-Ecke, wo brach liegen, weißt du, ja. Der Hofer-Ecke sagt, du packst da dazwischen einmal rein von denen einmal. Die reicht eine oder zwei. Die blieb brutal. Echt? Ja. Und das sind also so hohe Streifen. Mhm. Ja, okay. Also diese Anne müsste normalerweise gleich kommen. Mhm. Thank you.
schwarze frisch schon. Die zwei große, die will ich dir da halb aufstecken und der kleine hat schon Spaß. Ja, das war nicht gut. Ja. Heute ist die hin. Thank you.